Iran sei ein Zeichen der Vernunft und Schlüssel zu einer Lösung in dem Konflikt. Zuvor hatten die USA einer Teilnahme Teherans an den Gesprächen zugestimmt. Am Morgen beraten Vertreter zahlreicher Staaten zwei Tage lang über die politische Zukunft Syriens. Der Iran und Russland unterstützen den syrischen Machthaber Assad. Die USA und andere westliche Länder fordern dagegen dessen Ablösung. Auch der Irak bestätigte inzwischen seine Teilnahme. Um die Nachfolge von FIFA-Präsident Blatter, er kritisiert das Verhalten Österreichs in der Flüchtlingskrise. Die Rentner in Deutschland können im nächsten Jahr mit bis zu 5% mehr Geld rechnen. In einem Untersuchungsbericht der Afrikanischen Union werden Kriegsverbrechen und extreme Gewalt im Südsudan beschrieben. Das Wetter? Gebietsweise sonnig, im Westen und Südwesten stark bewölkt, vereinzelt Regen, Höchstwerte 8 bis 16 Grad. Morgen zunächst meist stark bewölkt, im Süden auch neblig trüb, später von Westen her Auflockerungen an den